Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesu Christi. Wie geht's euch allen? Unser Herr Jesus Christus hat uns sehr lieb. Unser Herr liebt alle Länder der Welt. Gefällt euch dieser schöne Ort? Ich befinde mich zurzeit in Malaysia. Ich folgte dem Befehl unseren Herrn, für die Erweckung von Malaysia zu beten, zusammen mit einem Team von 35 Personen unserer Einrichtung. Nicht nur das, es sind 35 Malaysier mit uns, die beten. Wir waren eine Gruppe von 70 Personen, die durch das Land gereist sind und 7 Tage lang gefastet und für die Erweckung Malaysia gebetet haben. Eines der Orte, den wir besucht haben, ist Kedah und befindet sich im Norden. Malaysia hat 15 Bundesländer insgesamt. Ein Stadtbezirk von Kedah ist Kulim. Wir haben hier gefastet und für die Erweckung gebetet. Übernachtet haben wir in einem sehr alten, bekannten Hotel in Malaysia. Es gibt nur sehr wenige, die von diesem Hotel nicht wussten. Eine wunderbare Sehenswürdigkeit, man fühlt sich wirklich wohl. All dies Schönes zu betrachten. Der Herr hat uns befohlen, für das Land und die Erweckung der Menschen hier zu beten. Ihr seid bestimmt neugierig, das Wort Gottes für heute zu wissen. Es befindet sich in 2. Mose Kapitel 14, Vers 14. Der Herr wird vor euch streiten und ihr werdet still sein. Unser Herr wird für dich streiten. Unser Gott ist ein Kämpfer. Er ist ein Streiter. Er ist auch der Gott der Engel. Er hat eine große Schar von Engeln bei sich. Es gibt zig Millionen von Engeln. Es reicht schon, wenn Gott uns einen Engel von den Millionen von Engeln uns schicken würde. Der Herr hat einen großen Engelschar. Die Engel sind den menschlichen Augen unsichtbar, aber sie wirken wunderbare Sachen, sodass Wunder geschehen im Leben des Gläubigers. Wenn wir dann endlich die Kinder Gottes werden, hilft uns diese Engelschar von Gott. Gott wird uns beistehen, um uns zu beschützen. Manchmal sagt der Herr, geh streiten und ich werde dir beistehen. Manchmal ist es unmöglich, alleine den Kampf zu führen. An solchen Tagen sagt der Herr, sei still und ich werde bei dir sein. Wir lesen hier, dass Gott den Menschen von Israel durch den Krieg geführt hat. Plötzlich war der Pharao von Ägypten, der im Weg stand. Er wollte verhindern, dass die Israeliten Ägypten verlassen. Er konnte mit diesem Volk nicht kämpfen. Das Volk Israel war nicht bereit, die Soldaten von der ägyptischen Armee zu bekämpfen. Der Herr aber sagte, habt keine Angst, seid bitte still, ich werde für euch streiten. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Manchmal ist es leider so. Manchmal sind unsere Gegner viel stärker als wir selbst. Wir können sie nicht bekämpfen oder annähern. Seid ihr selbst in so einer Situation? Was tut man, wenn man sich in so einer Situation befindet, wo man nichts machen kann? Man ist total machtlos. Es ist total demütigend zu wissen, dass man machtlos und schwach ist. Der Herr aber sagt, mein Sohn, meine Tochter, mach dir keine Gedanken. Ich werde mich darum kümmern. Ich werde für euch streiten. Wie wird es aussehen, wenn der Herr für dich kämpft? Der Allmächtige. Der Herr hat für das Volk Israel ein Wunder gewirkt, indem er den See in 2 teilte. Er beschützte das Volk von den Ägyptern. Meine lieben Geschwister, euer Gott ist bereit für euch zu kämpfen. Er versprach das Volk Israel, dass sie die Ägypter, die sie heute sehen, nicht mehr sehen werden. Genauso ist es auch geschehen. In eurem Leben gibt es vielleicht Feinde, die euer Leben verschlimmern. Sie bringen euch in Verzweiflung. Aber unser Gott verspricht uns, dass diese Feinde und der Teufel, der dahinter werkelt, werden zerstört ohne Beweis. Daher habt keine Angst. Ihr braucht nur beten und die Führung des Herrn bitten, dass er euch leitet und führt. Nun leg deine Hand aufs Herz und sag, Herr, ich habe keine Angst. Ich werde nicht verzweifeln, weil du, Herr, für mich kämpfst und den Sieg gibst. Ich glaube fest daran. In Jesu Namen. Amen. Amen.